She's back. Herzlich willkommen zu Resident Evil 7, dem neuen Let's Play von I Am Korgen. Ich begrüße euch recht herzlich. So, warum dieses Let's Play erst jetzt kommt, erzähle ich gleich. Wir starten erst einmal ein neues Spiel auf dem Schwierigkeitsgrad Normal. Und gleich im Spiel sehen wir uns wieder und dann erkläre ich ein bisschen was dazu. Bis gleich. Ich wollte dir nur schnell Hallo und ich liebe dich sagen. Oh, gute Nachricht. Ich komme bald nach Hause. Yay! Ich kann es gar nicht erwarten, mit diesem Babysitter-Job fertig zu sein und wieder zu Hause bei meinem geliebten Mann zu sein. Ich vermisse dich. Ich muss zurück zur Arbeit. Ich liebe dich, Ethan. Ich vermisse dich so sehr. Ich schicke dir 1000 Küsse. Tschüss, Baby. Ethan. Du hattest recht. Ich hab dich angelogen. Das war falsch, aber... Ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht, such mich nicht. Hallo? Hey, hier ist Ethan. Oh hey, alles in Ordnung? Du warst auf einmal verschwunden? Ja, nein, mir geht's gut. Mir geht's gut. Es ist Mia.
Sie ist nicht tot. Sie lebt. Sie ist zurück. Sie wurde gefunden? Wie? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Tja, ich weiß nicht wie. Aber sie ist zurück. Wieder zurück. Vielleicht ist es ein Scherz. Sie will, dass ich komme und sie hole. Wo ist sie? Dalvi. Dalvi, Louisiana. Mann, es sind jetzt 3 Jahre. Ich weiß. Aber was, wenn sie es ist? Ich muss rausfinden, was passiert ist. So, damit noch einmal herzlich willkommen zu Resident Evil 7 Biohazard. Ja, und ob ihr es glaubt oder nicht, das ist jetzt der 4. Versuch, dieses Let's Play hier aufzunehmen. Da ich mich absolut nicht entscheiden konnte, spiele ich das jetzt mit Maus und Tastatur oder mit dem Gamepad. Ja, beides hat Vorteile und Nachteile. Ich wollte eigentlich, dass sich die Kamera ein bisschen flüssiger bewegt als, ne? Ja, ich meine, das geht eigentlich hier auch, wenn man das vorsichtig macht mit dem Pad. Ja, aber was mir dann auch sehr schnell aufgefallen ist, und der Grund dafür ist, dass ich mich im Endeffekt jetzt hierfür entschieden habe, ich spiele quasi gerade am PC mit dem PlayStation 4 Controller. Na, hier die Laufgeschwindigkeit. Was war das? Ja, kaum will ich es vormachen. FPS-Einbrüche. Es geht um die Laufgeschwindigkeit. Ich kann halt hier richtig schön, ne, langsam und dramatisch laufen, während ich am PC meistens nur so, na, diese Geschwindigkeit hatte. Fand ich ein bisschen doof, deswegen. Naja, ich bin ziemlich an den PlayStation 4 Controller gewöhnt. So, und was auch noch wichtig ist, zum einen, warum jetzt dieses Let's Play? Ganz einfach, in ungefähr 2 Wochen, wir haben jetzt Dezember, Anfang Dezember, sollen die DLCs rauskommen von Resident Evil 7. 2 Stück, so wie ich das mitgekriegt habe, die will ich natürlich spielen. Ja, und da ich noch nicht so lange dabei bin, klick. Das war eine Überraschung. Es ist so komisch. Da ich noch nicht so lange bei bin, also Anfang des Jahres, habe ich noch keine Let's Plays aufgenommen. Ich habe das Spiel hier zwar gespielt auf der PlayStation, aber ich habe kein Let's Play aufgenommen. Ja, und deswegen wollte ich, wenn ich die DLCs schon spiele, natürlich auch in meinem Kanal Resident Evil 7 das normale Spiel haben. Deswegen, nicht wundern. Also ich weiß nicht mehr alles, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber das meiste Grobe ist noch hängen geblieben. Ja, und viele der Feinheiten, naja, die sind leider, ne, gar nicht mal mehr so frisch. Schließ dich uns an. Komm auch du, greif zu. Ja gut, ich werde trotzdem an vielen Stellen versuchen, die Spannung, ne, mit meinem Gameplay aufrecht zu erhalten und auch bei geeigneter oder zum geeigneten Moment die Klappe halten. Ja. Akzeptiere ihr Geschenk oder ihre Gabe. Nee, im Endeffekt bin ich doch mit Controller zufriedener als mit Maus und Tastatur. Da muss man auch immer so die Tasten suchen. So, einmal kurz den Check. Ja, alles klar. Das hält die Mücken und Fliegen höchstwahrscheinlich ab. Naja, das ist viel dramatischer, wenn man so schön langsam laufen kann. Oh nein. Wo ist er nur hin?
Ja, Freunde, ich kann euch sagen, ich habe es öfter versucht. Man kann machen, was man will. Du kannst ihn nicht einholen. Ja, und hier sehen wir eine typische lusianische Moorlandschaft. Ja, mein Gott, also wenn hier in dieser Gegend die Kinder sagen, ich gehe mal raus zum Spielen, ja, das kann man nur zulassen, wenn die vorher ein, weiß nicht, sechsmonatiges Überlebenstraining absolviert haben. Naja, Waldboden. Schon die Papageien. Ja, da hat jemand eine Torskulptur aus Rinderfüßen und Beinen und Hufen gebaut oder Büffel oder... Ja, und ein paar Sägeblätter, die sehr einladend aussehen. Und als Windspiel wunderschön... in der untergehenden, aufgehenden Sonne funkeln und blitzen. Ja, wunderschön. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich dies erwähnt hatte. Ich werde dieses Spiel wahrscheinlich später auch mit Facecam spielen. Aber für den Anfang hier dachte ich mir jetzt, so stimmungstechnisch, lass mal raus. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, warum ich mich so langsam bewege. Ja, und ich bin ja immer noch ein Fan dieser Grafik, ne? Weil nach einem Jahr wahrscheinlich schon wieder veraltet. Oh, vorher noch nie aufgefallen hier. Hier tote Vögel liegen. Wird die wir hier mal wegkrabbeln. Ah, okay. Rauchsignale. Hui. Ein Häuschen im Moor. Gut. Können wir hier mal runterhupsen? Klopp. Ja, da hat wohl jemand ein Feuer gemacht. Ja, und worum geht es in diesem Spiel hier? Wir haben es im Intro gesehen. Mia, unsere scheinbar Frau, so wie ich das mitgekriegt habe, war auf der Arbeit und hat uns ein Video gesandt. Also ist sie scheinbar irgendwann mal verschwunden. Na gut, hätte die uns kein Video geschickt, wo sie uns sagt, wir sollen nicht nach ihr suchen, würden wir höchstwahrscheinlich auch nicht nach ihr suchen, aber naja, wie man das als guter Kerl eben so tut, ne? Man sucht. Aber interessanterweise auch 3 Jahre wohl nach Mias Verschwinden, dass sich wohl jemand in Louisiana, der offensichtlich was mit der Entführung zu tun hat, für verbrennen jetzt die persönlichen Gegenstände. Also jetzt gerade, weil dampft ja noch. Gut, aber einen schönen dramatischen Effekt.
Ja, und hier haben wir auch schon die schöne Schiffschaukel. Heißt auch Schiffschaukel? Ich glaube, war Schiffschaukel. Nein, auf jeden Fall eine Schaukel. Welche dieses alte, ranzige, schmierige Gebäude. Nennt man das eigentlich auch dann Cottage? Ich weiß es gar nicht. Naja, Hütte. Baracke. Also ein bisschen wie das Evil Dead Häusle aussehen lässt. Ihr wisst schon, die Hütte, die einfach nur böse ist. Ja, sehr einladende Dekoration auch an den Fenstern. Ich mache das jetzt übrigens nur. Ich meine, ich will das auch nicht übertreiben, aber alle Ecken, die man sich vorher so eigentlich nie so genau angeguckt hat, so Kleinigkeiten, auf die man nie so geachtet hat. Ich meine, richtig tolle Texturen. Also da haben sich die Macher hier richtig Mühe gegeben. Was dann natürlich solche Ecken, wenn man dann noch irgendeinen Lichtschein durch eine Ritze sieht. Ich nenne es immer, ich glaube, das nennt sich Clipping-Fehler. Okay. Sehr einladend. Gehen wir doch hinein. Verdammt! Okay, mein erster Eindruck, die Tür ist zu. Ja, aber glücklicherweise haben wir eine Taschenlampe dabei. Ja, und ich bin tatsächlich ein wirklich sehr großer Fan von dieser Re-Engine. Glaube ich, extra für dieses Spiel hier geschaffen wurde. Und deswegen, ich bin auch sehr gespannt auf die Weiterentwicklung dann in den DLCs. Okay. Nee, das sieht wirklich viel besser aus, wenn man das mit Gamepad spielt. Wie gesagt, nur die Kamera, die wirkt dann meistens immer so ein bisschen steif eigentlich, obwohl, wenn ich mir das jetzt so angucke, haben sie eigentlich auch gut hingekriegt. Also das Spiel lässt sich gut steuern. Und auch hier frage ich mich wieder, das frage ich mich eigentlich in jedem Spiel dieser Art, gibt es eigentlich irgendwo eine Stock-Datenbank für solche Bilder, also für Bilder und Fotos, die man in Spielen irgendwo an die Wand nagelt? Oder wurden die Dinger tatsächlich extra für das Spiel gemacht? Das ist eine Frage, die mich wirklich beschäftigt. Ich meine, einige haben es vielleicht schon mitgekriegt. Ich bin ja selber Fotograf. Ursprünglich Fotograf. Ja, und deswegen achte ich allerdings auch auf andere Sachen wie andere. Vorteile oder Nachteile. So, da sind wir auch schon. Ich glaube, der Küche der Bakers. Oh, Mist! Mist! Ich sag euch, das ist immer wieder eklig, wenn man dieses Ding hier sieht. Ne, die Teller, guckt euch doch mal an auf dem Tisch. Weil, okay, der Topf, der schlägt das schon anders, ne, aber... Oh, ist das... Ist mir eigentlich noch nie aufgefallen, dass sich die... Das bewegt. Guckt euch das an. Ein halbes, offenes Hähnchen da auf dem Tisch liegen, das ist ja... So,
Auto. Ja, welches leider extrem spiegelt, wenn man es direkt anguckt. Moment, gab es nicht auch irgendwo... Den Fehler habe ich schon mal in irgendeinem Spiel gemacht. Gab es einen Zoom-Knopf. Und am Ende vom Spiel habe ich rausgefunden, wie man zoomt. Okay, hier habe ich jetzt aber alles gedrückt. Keinen Zoom gefunden. Oh, der Wind, der pfeift hier durch alle Ritzen. Das ist mir vorher auch nie aufgefallen. Guck mal, da sind Maden drauf. Moment, ich konnte mich doch hinknien, ne? Das ist mir jetzt einfach wert. Schade. Ich glaube nicht, dass die Maden dich angreifen werden. Okay, ich sag mal, jetzt ist nicht wirklich spielentscheidend, aber habe ich vorher auch noch nie gemacht. Okay, okay. Jetzt wissen wir, wo der das Hähnchen her hat. Da ist er eklig. Man glaubt, es kann ekelhafter kaum werden. Ja, guck bei den Leuten in den Kühlschrank. Was steht da unten? Kijimas. Nun ja, nun ja. Einfach der Ordnungshalber. Scheiße, ist mir vorher noch nie aufgefallen hier, dass man Sachen bewegen kann. Oh, Randale, Terror. Okay, auch hier wieder. Bild haben wir gerade schon einmal gesehen. Was ist das hier? Okay, nur ein beuliger Karton. Ja, wobei, ich meine, ich finde es wirklich grafisch und optisch hier richtig gut gemacht. Ne? Also gut ab hier an Capcom. Die haben meiner Meinung nach wieder einen Meilenstein gelegt nach Resident Evil 5 und 6, beziehungsweise eigentlich muss man ja sogar sagen 4, 5 und 6. Ja, warum? Ja, da ging die Meinung über Resident Evil halt sehr stark auseinander. Wobei ich immer sagen muss, mir haben alle Resident Evil Teile gefallen. Außer so Sachen, die sind, ja, sind eher grenzwertige Umbrella Corp, ne? Oder... Wie ist das hier, Operation Raccoon City, wo sie dann wirklich naja, zum Shooter übergegangen sind, was ich wirklich unpassend fand. Wobei man auf der anderen Seite wieder sagen muss, ja, man kann doch, lass sie doch, ne, lass sie doch ruhig mal einen Shooter machen, einfach mal das Spielprinzip austesten. Es hat ja nur indirekt mal mit dieser Reihe zu tun. Ich meine, die sind ja nicht hingegangen, haben auch immer einen Shooter genommen und gesagt, oh, das ist jetzt Resident Evil 5 oder so. Okay, eigentlich haben sie es schon gemacht, ne. Action-Elemente. Na gut, aber umso größer die Freude, dass wir es jetzt geschafft haben, mit dem Spiel wieder den Horror zurückzubringen. Ja, ich babble einfach mal weiter, während ich hier rumgucke. Wobei ich sag ja,
ich war eigentlich immer auch ein großer Fan von Resident Evil 5 und 6. Den vierten fand ich damals, ja, sehr gewöhnungsbedürftig erstmal. Anschließend gut, aber die Grafik war einfach scheiße. Deswegen freue ich mich, dass es davon dann auch eine HD-Version gab, eine Remastered-Version, ist das langweilig. Oh yeah. So muss ein Wohnzimmer aussehen. Hat ein schlechtes Foto. Wobei, das hat schon wieder so einen ganz besonderen Charme, ne? Ich meine, Gesicht ist nicht zu erkennen, aber ich glaube, das ist Absicht. Ja, auf diesem Bild sehen wir dann, wenn ich mal stillhalten könnte, sehen wir Beine, Füße auf einem Bett und jemand. Naja, und jemand hat ja scheinbar auch dieses Bild gemacht. Naja, ich jedenfalls bin auch, also ich bin allgemein ein sehr großer Resident Evil Fan. Der ersten Stunde, kann ich eigentlich sagen. Ja, und wenn ich mich jetzt so zurückerinnere. Doch. Ach Gott, wer hat nicht damit gerechnet? Damals auch, ich kannte Resident Evil überhaupt gar nicht. Und hatte aber den großen Vorteil, dass ich an Spiele aus der Videothek drangekommen bin. Zu PlayStation 1 Zeiten. Okay, Bild noch schnell angucken. Ah, eine Zellentür. Mysteriös. Ja, an Spiele rangekommen bin. Beziehungsweise, die wurden da immer gekauft und verkauft. Ja, und irgendwann, na gut, so aus Langweile. Ich meine, wenn so ein PlayStation-Spiel nicht 2,50 Mark gekostet hat. Oder 5 Mark oder so, weil die waren ja gebraucht. dann habe ich mir die Dinger immer mitgenommen. Beziehungsweise habt ihr immer mitgebracht gekriegt. Ja. Und irgendwann, einfach weil es da war oder weil ich alles andere schon hatte, hatte ich auf einmal Resident Evil Director's Cut in den Finger. Und dann hatte ich dann auch Ewigkeiten hier liegen. Beziehungsweise zu Hause dann liegen. Und irgendwann, genau zur richtigen Stunde, also da kannte man Survival Horror noch gar nicht zu der Zeit, aber das war die Crash Bandicoot Zeit und so weiter. Habe ich dann irgendwann abends gesessen, ne, so ein Sessel genau vor einem Fernseher, riesengroß. Ja, und dann dachte ich mir irgendwann mal, mach mal Resident Evil an. Und ich sag euch, ich habe keine Ahnung gehabt, was auf mich zukommt. Und wenn man dieses Intro dann sieht, ne, also dieses gefilmte, also da waren ja noch mit echten Menschen, wurde ja dann das Intro gedreht. Ich habe die Augen aufgerissen und hab Maul nicht mehr zugekriegt. Ja, und fortan war ich Fan. Ich habe dann, glaube ich, die ganze Nacht durchgezockt. Mit Gänsehaut wie ein Großer. Ja, eine schöne Erinnerung, wenn ich eigentlich so überlege. Ne? Also, wie ich da hingekommen bin. Ja, und fortan, bei mir war es dann so, wie gesagt, ich habe den Director's Cut als erstes gespielt. Auf PlayStation 1 damals. Hab dann rausgefunden, dass ich auch die normale Version tatsächlich schon hatte. Hab dann allerdings auf den ersten Blick auch keinerlei Unterschiede gemerkt, aber ich hatte halt die normale Version und den Director's Cut von Resident Evil auf PlayStation. Und gerade als ich durch war und sagte, boah, war das ein tolles Spiel, ne, habe ich mich dann so erkundigt und rausgefunden, ach, guck mal, in 2 Wochen oder so, hey, der zweite Teil kommt ja raus. Ja, also das war so, ne, jetzt könnte man gucken, wann wurde Resident Evil 2 in Deutschland released. Ja, ungefähr 2 Wochen vorher habe ich damals Resident Evil 1 gezockt und bin dazugekommen.
Ja, und wer The Beginning Hour auch gespielt hat, also die Demo von Resident Evil 7, na, der müsste jetzt auch merken, hier ist einiges anders. Okay. Verfallenes Haus. Neue Speicherdaten. Okay, auch wenn es unerotisch aussieht. Ne, einmal vorsichtshalber schnell eine Speicherung. Okay, und wieder einmal frage ich mich, warum schleiche ich eigentlich? Okay, wir haben eine Videokassette gefunden. Und kurz zuvor auch schon einen Videorekorder. Und jetzt muss man nur noch eins und eins zusammenzählen. Okay. Verfallenes Haus. Du! Wo hast du diesen Typen her? Mach mal halblang, Pete. Hey! Ich arbeite nur mit Profis. Apropos, pass auf, dass der Ton in Ordnung ist. Nicht wieder so wie in Amarillo. Das ist 2 Jahre her, verdammt. Keine Nachvertonung. Der neue Typ? Ich sehe es nicht. Schon wieder? Sei nur nicht überrascht, wenn wir auswechseln müssen. Was? Neuer Plan. Wir machen zuerst einen Rundgang im Inneren. Meint ihr mich? Danach filmen wir das Intro. Genau wie immer also. Nur sag diesmal den Namen der Sendung, okay? Kein Problem. Heute bei Sewergators. Ein weiteres wertloses Drecksloch. Zufrieden? Verzückt. So, ich finde das einfach total spannend, jetzt mit der Kamera eigentlich denen hinterher zu rennen. Okay, los geht's. Deswegen halte ich hier einfach mal so ein bisschen den Bubble. Ich genieße das gerade noch so ein bisschen. Mach mal Platz da. Verschlossen. Nach dir? Nach dir. Warum sind wir diesmal in der Hölle? Probst du auch mal? Was proben? Mieses Haus, gruselige Geräusche. Spukt es hier? Leck mich. Ich war Chefmoderator. Vertretung, Pete, nicht Chefmoderator. Was sagst du? Nichts. Worum geht's hier, André? Verlassenes Farmhaus, vermisste Familie, Verbrechen vermutet. Das Übliche. Wie lange soll der Ort hier schon verlassen sein? 3 Jahre. Clancy, mach davon eine Einstellung. Gibt einen tollen Zwischenschnitt. Also, ein Hinterwäldler und seine Familie werden vermisst. Nicht Hinterwäldler, die Bakers. Jack und Marguerite Baker. Und sie waren still, nicht rückständig. Viele schlimme Gerüchte über den Sohn Lucas. Offenbar ein schwarzes Schaf. Ach, Mist! Warum habe ich nur meine guten Schuhe angezogen? Oh, Scheiße! Gut, dass ich geimpft bin. Obwohl, das wäre ein toller Hintergrund. André, was meinst du? André? André! André! Clancy, weißt du, wo André hin ist? Nope. Okay, gibt's zwar keinen Grund dafür, aber... Wir fummeln trotzdem eine Schublade rum.
die hätten sie sich dann auch sparen können, dass die überhaupt benutzbar sind, oder? Auch schon knusprig. Wo ist er? Echt unglaublich! Das letzte Mal, dass ich mit dem Typ arbeite. Ich meine, Produzenten kommen und gehen, aber ein Kameramann wie du, Clancy, du bleibst bei mir. Was war das denn? Hast du es gehört? Andre! Wo zum Teufel ist der? Andre, wo bist du, Mann? Was zur Hölle? Soll das ein verdammter Witz sein? Okay, neuer Plan. Wir finden Andre und gehen. Ich meine, scheiß auf die Sendung. Zuerst. Brauche eine nette Einstellung, wie ich die Leiter runterkomme. Also, du zuerst. Nein. Okay, wir haben keine andere Wahl. Wobei, ein so ein Tritt in den Arsch, ne? Zack. Ach, guck mal, habe ich auch noch nicht drauf geachtet, ne? Man sieht ihn da ja schon stehen. Gruselig. Was siehst du? Was ist? Ich sehe Leiter. Das kannst du wohl auch sagen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, wobei ich kann es auch immer nur, ich habe es auch damals schon gesagt und gefeiert wie ein Wahnsinniger. Die Art und Weise hier mit den Videos und dass man dann quasi daher läuft, wo man gerade selber hergelaufen ist. Und dann ist es total genial. Ich feiere das. Das hier feiere ich ein bisschen weniger. Weil der ist mir da einfach ein bisschen zu zielstrebig hingegangen. Also da hätte man auch einfach so eine Tür hier hinmachen können, oder? Naja.
Ja, wer würde da nicht runterklettern wollen? Autsch. Verdammt. Ja, und ich sag euch, als ich das erste Mal auf der PlayStation damals gespielt hatte, ja, und man hat jetzt gerade dieses Video gespielt. Dann steht man hier. Mein Gott, war ich angespannt. Aber ich muss sagen, noch lieber beobachte ich meine Frau, wenn die solche Spiele spielt. Weil die kreischt wirklich los, wenn sowas passiert. Oh, das hier ist der Inbegriff von sinnvoller Abwasserentsorgung. Ei, 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 ei.